Hi Leute und willkommen zurück mit Bayride und Part 15. Krass, oder? Schon 15 Parts sind vergangen. Im letzten Part habe ich euch ja meine neue Siedlung gezeigt und am Schluss sind wir dann noch dieses Banditenlager überfallen gegangen. Da sind wir jetzt auch stehen geblieben und jetzt gucken wir mal, dass wir im heutigen Part auf jeden Fall die Zutaten für die Quest zusammenkriegen. Also quasi Fleisch, weil wir ja geräuchertes Fleisch brauchen und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne viel Spaß und let's go! Ja, wir stehen ja jetzt hier aktuell noch zu dritt rum und ich würde sagen, dass wir uns jetzt auch gleich noch auf die Suche begeben nach Wölfen oder gleich, oder halt, ja, geht hier. Da war schon wieder der erste Sprachfehler. Wie können wir denn jetzt über den Fluss? Ich glaube, wir müssen einfach wieder da hinten zurücklaufen. Oder wir gehen rechts lang. Ah, da ist auf jeden Fall ein Hirsch. Aber ich habe jetzt meinen Bogen nicht dabei. Das heißt, der ist wahrscheinlich auch gerade ein bisschen doof zu fangen, würde ich mal sagen. Gucken wir mal nach dahinter. Irgendwo werden ja wohl Wölfe sein. Das kann ja nicht angehen, dass jetzt hier keine sind. Wölfe, Wölfe oder Eber gibt es ja anscheinend auch. Ich weiß aber nicht wo. Mein Begleiter Lubomir hat Hunger. Ah, und hier sind auf jeden Fall irgendwelche roten Punkte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, Banditen oder Tiere. Wie sieht es eigentlich aus mit meinem Schild? Das ist immer noch kaputt. Naja, gut. Ah, hier, Wölfe. Sehr schön. Dann, Leute. Ah, easy. Easy peasy. So, somit hätten wir auf jeden Fall schon mal ein Fleisch. Hier hinten sind noch mehr rote Punkte. Und es ist schon wieder 5:30. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch demnächst dann mal wieder heim. Wie viel hast du dabei? Auch nur eins. Naja. Irgendwann kriegen wir diese 5 Stück schon zusammen. Oder und... Oh, das sind die Eber. Ja, cool. Also, dann. Ich meine, die halten natürlich mehr aus als die Wölfe. Schaut so aus, zumindest. Aber guck mal, wenn wir das zu dritt machen, dann geht es ja eigentlich relativ easy. Nice. Ach, der hat auch 2 Stückchen Fleisch und dieses bessere Fell. Was ist denn das jetzt? Oh, mein Inventar ist voll. Lubomir, du hattest doch sowieso Hunger, ne? Guck mal, dann kriegst du jetzt einfach mal die ganzen Pilze und nimm doch mal einfach dabei das hier, damit ich hier das Zeug mitnehmen kann. Sehr schön. Jetzt möchte ich aber tatsächlich noch eigentlich gerne an den da unten. Oh, es wird dunkel und ich habe nichts dabei. Keine Fackel und gar nichts. Kann ich jetzt hier rüber? Ja, das ging zumindest. Dann einmal hier hin. Und irgendwie schaut es so aus, als würde der Elch hier im Wasser stecken. Ach, das ist doch sehr schön für uns. Kann ich den looten? Ja. Cool. Aber jetzt mal schnell rüber zum Eber, beziehungsweise, wo sind denn, wie kommen die denn jetzt rüber? Ah ja, die können einfach durchlaufen, cool. Dann Leute, nein, er ist ja hinter mir her, help. Lass mich in Ruhe, hallo. Naja, ich glaube, das überlebe ich. Ja. Können wir uns gleich verbinden? Super duper. Gut, dann haben wir ja alles. Dann können wir ja eigentlich zurück zum Lager düsen. So, da sind wir auch schon wieder. Dann lasst uns doch mal das ganze Fleisch hier kurz dranhängen. Stück rohes Fleisch. Das muss... Ah nein, kein Pilz. Rohes Fleisch. Rohes Fleisch. Rohes Fleisch, rohes Fleisch.
Kann ich noch irgendwo was anhängen? Hier? Hier? Ich glaube, das war's, oder? Okay, okay. Dann könnt ihr eigentlich auch wieder an die Arbeit gehen dabei. Und jetzt weiß ich nicht, ich muss eigentlich warten, bis es fertig ist, oder? Sonst klauen die mir das natürlich wieder weg. Ja, dann warten wir halt einfach schnell. So, also das geräucherte Fleisch ist jetzt hier auf jeden Fall fertig. Sammeln wir mal alles ganz schnell ein. Wobei meine Arbeiter, die sind am Pennen, das hat man ganz genau gehört, denn sie schnarchen tatsächlich. Finde ich richtig witzig. Genau, Stück geräuchertes Fleisch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange das haltbar ist. Lass uns nochmal ganz kurz, J war das Journal. Ach, wo war denn das jetzt? Das war dieses hier. 5 Stück geräuchertes Fleisch. Das tun wir mal verfolgen. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob wir jetzt noch in der Nacht gehen sollen oder nicht. Aber dadurch, dass wir ja morgen wieder einen Überfall bekommen, denke ich, wäre das vielleicht nicht verkehrt. Das heißt, ich nehme mir jetzt noch die Fackel mit. Oh, habe ich die jetzt... Die habe ich jetzt weggehauen. Jetzt wartet mal kurz. Die Fackel, wo ist sie denn? Hier. Legen wir jetzt dorthin. Das Schild kann dorthin. Und dann habe ich noch eins übrig, die ich jetzt gerade noch gecraftet habe. Stecken wir die Seile mal hier rein. Den Pilz kann ich essen und das Holz. Okay, dann habe ich halt auf jeden Fall gegessen und so weiter. Und dann düsen wir jetzt mal Richtung Padstow. Wobei ich ja sagen muss, es ist eigentlich gar nicht so dunkel. Es kommt wahrscheinlich jetzt vom Schnee. Oder gibt es hier einen Mond oder so? Nö. Okay. Sehr schön. Dann haben wir auf jeden Fall das Fleisch. Es war jetzt am Ende auch doch gar nicht so schwierig, weil ja die Wildschweine zum Glück auch da waren. Das war also richtig gut. Der gibt uns nämlich dann auch wieder, ich glaube 250 stand jetzt da als Belohnung. Und dann können wir vielleicht dort auch gleich noch jemanden mit rekrutieren. Schauen wir einfach mal. Ich glaube, wir sind am Questziel angekommen. Aber wie ihr gerade wahrscheinlich gehört habt, schläft das Questziel auch tief und fest. Hier ist sowieso total ausgestorben, bis auf die Wachen. Das ist jetzt natürlich auch wieder total bescheuert, ey. Cold night like this, they'll be too scared to cause trouble. Das wusste ich natürlich jetzt auch wieder nicht, ne? Dass tatsächlich die Leute hier auch alle pennen gehen. Das ist richtig belastend. Da schnarcht schon wieder einer. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, was wir machen sollen. Eigentlich müsste ich jetzt hier warten, bis die Leute wieder aufstehen. Weil wieder heimzulaufen macht keinen Sinn. Ach, aber weil... Jetzt passt's mal auf. Wir haben irgendwo hier... wo war denn das? Irgendwo stand, dass ich ein Reiseschild errichten muss. Genau hier. Mit Anzupacken und Herrendienst Sichtbarkeit für... ach so, aber das ist in Herrendien. Ja gut, dann können wir das auch vergessen. Ich dachte, ich muss das jetzt quasi hier errichten, weil sonst hätte ich das machen können. Hörst du mal auf zu schnarchen? Sag mal. Ja gut, und bevor ich jetzt irgendwie viel Geld ausgebe fürs Gasthaus, oder soll ich vielleicht doch einfach hier schnell pennen? Ach Leute, aber dann geht so wieder so viel Geld flöten. Schlafen wurde nicht bezahlt. Ja, und jetzt kann ich sowieso nicht mehr schlafen. Super. So Leute, ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit hier mal ein Reiseschild trotzdem hingebaut, damit ich dann, wenn es wieder hell ist, einfach easy peasy zurückreisen kann. Und ich habe sogar auch noch ein bisschen Zinnerz gefunden. Also im Prinzip auch eigentlich keine schlechte Ausbeute. Da hinten ist so ein... Sollen wir den mal umhauen? Komm, der ist ja alleine. Wir probieren das jetzt. Wir probieren es, denn wir haben ja sonst nichts zu tun. Oha, aber... Hat der geblockt oder was?
Ah. Und hat uns auch gleich wieder Ruhm gebracht. Sehr schön. Und 5 Geld. Juhu. Und wir hatten ja auch ein bisschen Hilfe von dem Bogenschützen da. Sehr nett. Wie spät ist es denn jetzt? 5:01 Uhr. Wann stehen denn die ganzen Leutchen so auf? Wann stehen sie denn auf? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Steht doch endlich mal auf. Lasst mich hier nicht so allein. Guten Morgen, Sonnenschein. So. Wir warten jetzt einfach hier. Ein neuer Tag bricht an, endlich. Und gleich in der Früh werde ich hier. Bleib stehen. Hier, das Räucherfleisch, das du wolltest. Ja, habe ich. Hier ist der Köder. Beutel mit geheimen Ködern, Questgegenstand. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Bringe den Beutel zu dem Fischer. Der war hier unten. Das machen wir auf jeden Fall, oder Leute? Aber wieso gehe ich dann jetzt eigentlich so einen komischen Weg? Weiß kann, würde ich sagen. Genau, dann bringen wir es schnell zu dem Fischer und dann düsen wir heim. Die Überfälle, die waren ja nicht gleich in der Früh. Wartet mal, jetzt gehe ich doch schon wieder falsch. Na klar, hier muss ich lang. Halleluja. Dann muss ich aber meine Arbeiter auch noch vorbereiten. Und ich wollte ja eigentlich... Hey, wartet mal, stand da nicht, dass ich dafür 250 Ding bekomme? Habe ich jetzt aber nicht. Ich habe immer noch 313 Ruf. Das ist sehr schade. Aber vielleicht einfach, weil die Quest noch nicht fertig ist. Hier, halt, stopp. Hier hast du deinen Köder. Und wir haben dafür gegrillten Fisch. Genau, und jetzt haben wir auch die 250 bekommen. Sehr nice. Ich habe ja zu Hause auch noch ein paar Münzen. Achso, das war die Stelle, wo wir nicht hoch konnten. Die können wir dann auf jeden Fall ja auch mal mitnehmen. Und jetzt weiß ich nicht, ob es Sinn macht, die im Pet Store abzugeben. Oder ob wir die einfach dann in der ersten City abgeben sollen. Da müssen wir dann nochmal gucken. Jetzt gehen wir aber erstmal heim. Nicht, dass hier der Angriff kommt und wir irgendwo rumdümpeln. So, schnell. Keine Ausdauer mehr, belastend. Gut, einmal bitte nach Hause. Und zwar dorthin. Wunderbar, wunderbar. Meine Arbeiter sind fleißig, wie ich sehe. Das ist auch sehr schön. Und ich habe Hunger. Ich kann ja mal hier einen gegrillten Fisch essen und ein Stück geräuchertes Fleisch. Wow, da geht ja der Gesundheitsbalken richtig schnell nach oben. Okay, ihr Lieben. Lasst mich mal ins Lager. Da können wir auf jeden Fall mal das hier alles reinschmeißen. Die 2 Münzen, die waren, glaube ich, bei mir in meiner privaten Kiste. Da habe ich übrigens auch noch ganz viele Bücher. Die muss ich auch dann mal lesen. So, ihr Lieben. Irgendwer hat gesagt, es gibt Ruf zu den Waffen. Aber wo? Siedlung. Hier, Ruf zu den Waffen. Ach so, aber das geht anscheinend nur bei den Wachen oder bei den Reservisten. Okay, das ist praktisch, aber aktuell habe ich ja alle als Arbeiter und deswegen geht das anscheinend nicht. So, und wo ist denn jetzt unser letzter Freund? Schauen wir doch mal. Oleg, nimm doch mal du auch hier das Schild. Dann haben die nämlich beide Schild und... Hatte er nicht auch eine verbesserte Keule? Verstärkte Keule? Aber gib mir doch bitte mal deine Axt. Und hat er auch eine Kit Önos wurde im Kampf verletzt? Wo denn?
Was macht er denn hier unten? Irgendwas hat er anscheinend gesucht, aber okay. Gut, Kit, dann kann ich dir auch nicht helfen. Dann geben wir ihnen jetzt hier nochmal was zum Essen. Der Lubomir kriegt noch hier das Fleisch. Und der Oleg bekommt den Fischi. Gut. Aber ich könnte sie auch noch verbinden. Und dich auch. Gut, und dann holen wir uns gleich noch ein paar neue Verbände. Oh, wir haben nur noch 4. Naja, okay. Ah, wir haben schon 9 Kupferbarren. Bronzebarren 2. Gut, gut. Sehr schön. Dann warten wir jetzt mal wieder auf einen Angriff, ne? Und wir können wieder was Neues in den Forschungstisch geben. Dorfhalle, Trapperlager, Bauernhof und Hacke. Naja, dafür brauchten wir den Lehm. Ich vergaß. Mischeimer. Machen wir mal den Mischeimer. Oh, was haben wir denn da? Wasser. Ja, okay. Nee, dann. Wassersammler zuerst. Genau. Wenn wir für das andere Wasser brauchen, ist der Wassersammler nicht verkehrt. Und er liegt jetzt hier rum, gell? Ja. Na gut, während wir warten. Wie war denn das jetzt nochmal mit denen und den Büchern? Handwerk, Landwirtschaft, Ernten. 2 Handwaffen, Forschung. Nehmen wir mal ein Forschungsbuch, ein Handwerksbuch. Und dann gucken wir mal hier nochmal rein. Ernten. Jagen, Kochen, Herstellung, Forschung. Also Forschung wäre ganz gut hier bei ihm. Und bei Oleg wäre Herstellung ganz gut, weil da hat er nämlich noch nichts. Dann machen wir das. Ja, passt. Und was könnte ich vielleicht noch für eins lesen? 2 Handwaffen. Landwirtschaft und Ernten. Nee, ich glaube, ich lasse das jetzt mal im Inventar. Und dann schaue ich mal, wann ich das am besten einsetze. Und ich glaube, dass der Überfall heute vielleicht ein bisschen schlimmer sein wird, denn da unten rechts in dem Symbol über der Karte steht jetzt eine 2. Ist wahrscheinlich der Stärkegrad, oder? Von den Überfällen. Was sagt ihr eigentlich? Ich meine, prinzipiell gesehen habe ich kein Problem mit den Überfällen. Ich habe aber das Gefühl, dass sie tatsächlich oft kommen. Also entweder stelle ich es ein, so dass sie weniger kommen, oder ich mache es aus. Meiner Meinung nach muss es nicht ausgemacht werden. Wenn ihr aber sagt, hey, das ist zu viel Überfälle, die da bei dir immer stattfinden und wir wollen lieber mehr Quests und so sehen, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare und dann gucken wir mal, wie sich das dann so verhält. Genau. Vielleicht gehen wir jetzt doch mal kurz nach Kit schauen. Nicht, dass er irgendwie Hilfe braucht oder so. So weit ist er ja nicht entfernt. Ist zwar nur wieder auf der anderen Seite. Aber vielleicht können wir ja auch über den Stein einfach drüber springen. Ah, ich glaube, der liegt da, oder? Ich glaube, er liegt da. Oh, okay. Sorry, Kit. Oh, aber der Überfall, oh Gott. Der Überfall kommt von dort. Okay, dann schauen wir jetzt doch kurz nach ihm. Ja, er liegt rum. Okay, kann man nichts machen. Auf die Karte will ich gucken. Genau, die kommen von da hinten. Dann, Leute, werden wir jetzt auch einfach mal hier warten und Angst haben. So, Ausdauer sammeln. Ach ja, die kommt von dort hinten. Ist ja interessant. Gut. Achso, ich habe mich schon bewaffnet gehabt. Nochmal. Nicht, dass sie aber noch von der anderen Seite kommen. Nee, tun sie nicht. Okay. Seid ihr bereit? Okay, kommt halt noch langsamer. Kommt, Leute, wir gehen ihnen entgegen.
Da sind halt auch Bogenschützen dabei. Oh Gott, das sind ja 4 Stück. Okay, ich kümmere mich jetzt mal hier um die Bogenschützen. Oh. Ach scheiße, die Haaren fallen ganz schön zu. Ach kacke. Leute, helft mir bitte. Okay, nee, denen geht's noch relativ gut. Yeah, ich habe die Räuber besiegt. Das war mal wieder eine einfache Geschichte, aber auch nur dank denen beiden. Sonst hätte ich das nicht so souverän gemeistert wahrscheinlich. So, dann haben wir hier noch 2. Was hast denn du? Eine Zwiebel. Na gut. 2 Bücher, Arbeiter und Handwerk. Auch nicht schlecht. Wer hat jetzt... Oleg hat Hunger. Oh, Quatsch, das wollte ich nicht. Erstmal werdet ihr verbunden. So. Und dann, wenn du Hunger hast, kannst du doch mal das hier essen. Lubomir, hast du auch Hunger? Ja. Okay, Leute, dann lasst uns nach Hause düsen. Dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Ah, der Kid ist schon zu Hause. Okidoki. Und er ist am Forschen für meinen Wasserbrunnen oder Speicher. Das ist toll. Hallo, ich möchte dich gerne verbinden. So. Dann haben wir das erledigt. Schauen wir nochmal ins Journale. Okay. Also, der Theodor braucht 5 einfache Äxte. Können wir da mal einen Auftrag erstellen? Das kann mal weg. Der Verband kann bleiben. Einfache Äxte hier. 5 Stück und das kann mal ganz nach oben. Dann sollen die jetzt vielleicht einfach kurz mal hier arbeiten. Und was ist denn das hier? Einfache Schnur. Wieso liegt denn die hier am Boden? Naja. Während die arbeiten, tun wir mal die 2 Bücher aufräumen. Und dann nehme ich mal die Münzen und so alle mit. Und packe natürlich das hier ins Lager. Das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht geht es auch schneller, wenn ich selber das mache. Hey, haben wir kein Holz mehr? Habt ihr das ganze Holz etwa verbraten? Scheint so. Okay, da müssen wir halt auch noch kurz ein bisschen Holz sammeln gehen. Oder wir machen das anders. Die wollten ja nämlich auch ein Reiseschild haben. Dann tun wir jetzt die Steine da rein und das Holz da rein. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Herrn Dean. Denn wir müssen ja auch noch das Reiseschild machen. Tun wir das hier mal verfolgen. Und schauen, sehe ich jetzt auf der Karte, wo ich das errichten soll? Nein, ich muss einfach nur eins errichten. Ich meine, ich habe ja hier schon eins, aber okay. Dann reisen wir jetzt mal. Achso, aber erstmal essen wir noch schnell was. Zwar hier einmal so und einmal so. Gut. Gehen wir mal zu unserem Reiseschild hin. Düsen nach Herrn Dean. Und in der Zeit können die dann auch die Äxte machen. Dann können wir die nämlich im nächsten Part auch abgeben gehen. Genau so machen wir das.
So, Mr. Reiseschild, bring uns bitte hier hin. Aber hier ist das Questziel. Nicht, dass ich jetzt irgendwas vertue wieder. Ja, okay, wenn das Questziel aber in Padstow ist. Was ist hier eigentlich? Oh, da kann ich gerade nicht hinreisen. Dann gehe ich mal stark davon aus, dass ich das auch hier bauen muss, oder Leute? Ja, okay. Dann kann ich jetzt natürlich auch wieder nicht nach Padstow. Mein Gott, es ist ja immer wieder irgendwas. Dann düsen wir halt wieder zurück. Und genau, dann denke ich aber, dass ich den Part auch an der Stelle jetzt beenden werde. Denn die sind noch nicht fertig mit den Äxten und das Reiseschild funktioniert nicht und das wird auch schon wieder dunkel. Also würde ich sagen, dass wir uns im nächsten Part dann frisch ausgeruht wiedersehen und dann ist hoffentlich auch schon alles fertig, was wir für die Quests brauchen. In dem Sinne, Leute, euch einen schönen Abend und bis dann. Bye!